Draußen lacht die Spätsommersonne und der kleine König kommt vom Einkaufen nach Hause. Oh, puh. Ach du liebe Güte, du hast aber viel eingekauft, kleiner König. Eigentlich wollte ich ja nur Milch und Brot. Aber im Laden gab's dann diese wunderschönen Weihnachtssachen. Ach, die habe ich natürlich gleich gekauft. Dann bin ich diesmal rechtzeitig dran und muss nicht wieder kurz vor Heiligabend Geschenke verpacken. Ich glaube es einfach nicht, kleiner König. Bis Weihnachten sind es noch 3 Monate. Nur noch 3? So, jetzt aber schnell. Jetzt habe ich also einen für Grete, für Wuff, einen für Tiger und den für Buschel und einen für mich. Aha. Ja, und jetzt kann es schon bald losgehen. 1, 2, 3. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Das ist ja nicht auszuhalten. Soll das jetzt etwa die nächsten 100 Tage so weitergehen? Wie, 100 Tage? Etwa noch 100 Tage bis Weihnachten? Aber eben sagtest du doch 3 Monate. 3 ist ja nicht viel. 100 ist doch viel mehr. So einen großen Adventskalender gibt's ja gar nicht. Wenn du jetzt jeden Tag ein Fenster aufmachst? Nö, mach ich eben gar nicht. Diese sind doch für Buschel, Tiger, Grete und Wuff. Die kann ich doch nicht öffnen. Aber wenn ich meinen sofort aufmache, geht's dann schneller? Nein. Schade, sehr schade. Wieso gibt's im Laden Weihnachtssachen, wenn's noch so lange dauert? Die können's eben auch nicht abwarten. Versteck einfach alles im Kleiderschrank und denk bis Weihnachten nicht mehr daran, kleiner König. Und dann? Nö, es geht nicht. Ich denk andauernd daran. Na dann, nasch halt schon ein bisschen. Wie? Ich soll jetzt diesen süßen kleinen Nikolaus zum Beispiel mitsamt seinem wunderschönen Wintermantel wegputzen? Nö. Nee, dann schmeckt er ja gar nicht nach Nikolaus, sondern nur wie ganz normale Schokolade. Zu Weihnachten gehört eben viel mehr. Dass alle zusammen sein wollen und nett sind und vorher wird gebastelt, geschmückt und... damit könnte man jetzt schon anfangen. Grete, Wuff, kommt doch mal her! Ich mache zuerst Kartoffeldruck. Und du, Grete? Finde ich auch. Ja, nachher nehme ich auch die Kastanien. Danke, Wuff. Deins gefällt mir auch gut. Und was wird jetzt aus den Nikolausstiefeln, kleiner König? Ihr habt ja alle recht, meine Freunde. Wir müssen uns beim Basteln schließlich auch etwas stärken. Vor Weihnachten ist es zwar nur ganz normale Schokolade, aber immerhin, es ist Schokolade. Es gibt wieder neue Abenteuer vom kleinen König und seinen Freunden. Zum Lesen oder Anhören. Und ich spiele auch mit. Oh Mann, oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr könnt mich doch besuchen kommen. Mich und alle meine Freunde. Die Grete und die kleine Prinzessin. Wuff, Tiger, Buschel und Pieps. Und da hinten ist auch Teddy. Hallo Teddy, zeig mal, was du kannst. Viel Spaß damit.